klassische humboldtsche Tradition und ihr Erbe gehen und einmal etwas andeuten, was das eigentlich ist, dieser humboldtsche Gedanke der Universität. Ja, begründet, meine Damen und meine Herren, aus der Einheit von Forschung und Lehre in der Zeit der Besatzung, der napoleonischen Besatzung, vor dem klaren Wissen um den preußischen Geist, der jetzt auf ein neues Fundament der Bildung zu stellen ist. Im Wissen, dass dieser klassische deutsche Geist in einer Verbindung steht mit der gesamten abendländischen Überlieferung, so wie Goethe sagt, wer nicht vor 3000 Jahren sich Rechenschaft ablegen kann, der bleibt unerfahren, auch in der Lebenslage des Tages. Und dann letztlich ein Bild der Universität, in der, wie Humboldt sagt, nicht die Lehrer für die Lehrenden und nicht umgekehrt da sind, sondern beide für die Sache, um die es geht. Für die Sache, um die es geht. Wir haben eine große Tradition dieses Universitätsdenkens, die reicht eigentlich von Humboldt, Schleiermacher, Fichte bis ins 20. Jahrhundert. Hier hinein gehören Schriften von Karl Jaspers, aber auch von Martin Heidegger oder seit bis zum französischen Philosophen Jacques Derrida, der 2 Jahre vor seinem Tod eine überraschend klarsichtige Rede gehalten hat in Frankfurt mit dem Titel Die unendliche Universität, wo genau an dieses Ideal nochmal angeschlossen wurde. Humboldt hat vor allem betont, dass die Einheit von Forschung und Lehre deshalb wichtig ist, weil dem jungen Menschen, der zu einer eigenen Bildung, zu einem eigenen Denken kommen will und soll, von Anfang an Anteil gegeben werden muss am Prozess der Forschung selber. Ähnlich sagt es der große Romantiker und Theologe Schleiermacher in dieser selben Zeit der Neugründung der Berliner Universität. Schleiermacher sagt, die Universität hat eine Mittelstellung zwischen der Schule, dem Gymnasium und der Akademie. Das heißt, sie muss auch in dieser Linie stehen. Es muss die Höchstgelehrten geben, die am Ende von den Lehraufgaben befreit sind, die aber dann ja gewissermaßen die reine Forschung pflegen. Und es muss die Schullehrer geben, die Gymnasiallehrer, die vorbereiten, und dazwischen hat die Universität ihren Ort, wo sich Forschung und Lehre eben begeben. Er fordert von dem Universitätslehrer, dass dieser einen permanenten Beitrag zur Forschung erbringt. Also diese Verbindung, die ist ganz wesentlich. Und das heißt auch, man erzieht eine politische Elite und zugleich eine Reflexionselite. Ein Staat, der das tut, der weiß, dass er von seinen Studierenden und seinen Professoren eine grundsätzliche Loyalität zu erwarten hat. Er wird ihnen aber auch die Freiheit gewähren, um immer wieder diese Loyalität neu zu begründen. Das ist ganz wesentlich. Humboldt hat dann formuliert, dass bei der inneren Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten alles darauf beruhe, das Prinzip zu erhalten, das ist jetzt das Prinzip, die Wissenschaft als etwas noch nicht Gefundenes, nie ganz Aufzufindendes zu betrachten und unablässig die Wissenschaft als solche zu suchen. Der Staat habe zu sorgen für Reichtum an geistiger Kraft durch die Wahl der zu versammelnden Männer. Frauen ist da noch nicht die Rede. Aber wissen Sie, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Berufungspolitik. Preußen hat eine sehr gezielte Berufungspolitik gemacht, auch dann Bayern, München, das waren wirklich Staats- und Landesuniversitäten, wo man die besten Geister versammelt hat. Das Kollegium hat sich grundsätzlich schon selbst regeneriert und selbst ergänzt, aber der Staat hat das gelenkt. Und deswegen ist eben auch die burschenschaftliche Arbeit so wichtig, weil sie eine Elitebildung mit einer Charakterbildung verbindet. Karl Jaspers, ach, ich gebe Ihnen noch 2 Zitate zum Ende vor diesem ernüchternden Fazit, das auch nicht zu ernüchternd sein soll, denn mein Vorschlag ist dann ein doppelter am Ende, das will ich auch noch ganz kurz sagen. Das erste Zitat stammt von Friedrich Nietzsche. Er hat 1870 geschrieben über die deutsche Universität: Nun denkt euch wiederum euren Sinn für Musik wiederkehrend, eure Ohren erschlossen an der Spitze des Orchesters, einen ehrsamen Taktschläger in angemessener Tätigkeit. Also Professor wie ein Kapellmeister. Ihr hört, aber der Geist der Langeweile scheint euch aus dem ehrsamen Taktschläger überzugehen. Ihr seht nur noch das schlaffe, weiche, ihr hört nur noch das rhythmisch ungenaue, das gemeine und triviale. So ist es oft in der faktischen Bildung. Endlich
aber setzt mit geflügelter Fantasie einmal ein wirklicher Geist mitten in dieser Masse ein und sofort merkt ihr etwas Unglaubliches. Es ist, als ob dieses Genie in blitzartiger Seelenwanderung in alle diese halben Tierleiber der Schüler gefahren sei und als ob jetzt aus ihnen allen wiederum ein göttliches Auge herausschaue. Das kann geschehen in der wirklichen Universität. Nicht immer, aber immer wieder. Und das macht diesen Beruf auch so schön. So schön bei aller Erbärmlichkeit. Das passiert immer wieder. Tatsächlich. Karl Jaspers, 1946, die Idee der Universität sagt, Deutschland lebt für immer durch seine Dichtung und Musik. Diese sind durch Fügung nur in ihren großen Zeiten schöpferisch. Deutschland lebt auch für immer durch seinen Beitrag zur Wissenschaft und Philosophie. Wir begehren nur eins, dass deren Überlieferung und fortschreitendem Forschen ein Raum gegeben werde. Ein Raum vergönnt sei, in dem sich bewähren darf, was jederzeit im Glück und im Verhängnis unser redlichstes Bemühen sein muss. Wir bedürfen dieser Geisteswissenschaften, wie Joachim Ritter und sein Schülerbruder Marquardt sagten, zur Kompensation der Sinndefizite einer modernen Industrie- und Globalgesellschaft. Aber die Kompensation ist nicht nur Ornament, sondern sie ist geradezu auch unerlässliches Ferment, weil ansonsten doch in dieser immer weiter sich ablösenden, desorientierten Globalwelt eine Rebarbarisierung und Vertierung droht. Wir bedürfen also durchaus auch einer Wissenschaft, die nicht nur in ihrem inneren Gehäuse ist, nicht nur in ihrem Schulbegriff, sondern in ihrem Weltbegriff lebt, wie Kant es gesagt hätte. Ich habe in der Tat großen Zweifel, meine Herren, zum Ende, ob das wiederherzustellen ist in den heutigen Massenuniversitäten. Meine Befürchtung wird dadurch noch größer, dass viele auch in der Universität es kaum mehr sehen, individuell schon gekündigt haben, eigentlich ihren Job machen, viele auch wie so einen Lehrerjob und diese Idee der Universität gar nicht mehr begreifen, auch Kollegen. Ich habe übrigens einen ganz ähnlichen Vortrag im Sommer 2003 bei den Studientagen Jung-Weikersheim gehalten. 2003, das ist jetzt 7 Jahre her. Und ich habe vorletzte Woche, als ich mich hier vorbereitet habe, mein altes Manuskript rausgezogen. Und dann habe ich daraus was Neues gemacht. Auch mit den neuen Artikeln und den neuen Überlegungen, die ich dazu angestellt habe, musste aber feststellen, ich bin wahrlich kein Prophet, dass das, was ich 2003 im Konjunktiv gesagt habe, ich jetzt eigentlich nur in Indikativ setzen musste. Also es ist genau das eingetreten, was man fürchten musste, als dieses Bologna heranrollte. Das ist jetzt indikativisch eingetreten.